figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein richtig herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Black Myth Wukong. Wir sind hier auf dem Weg nach ganz oben. Vater, 怎么作死都死不干净啊，可惜来的不是时候。父亲糊涂了吗？小女把天命人带来救你了。是糊涂了，可眼。 没糊涂，你不是我女儿。父亲此话从何说起？平平吃尽千辛万苦，寻了人灭了火，不就是为了回到父亲这里？早知。 Das war das Kind, was wir gesehen haben, ne? Wang, wo meinung, zhe ban shou duan. Mei yisi. Zhen mei yisi. Buru dou sha le li suo. Wo da ban zuo na xiao yao jing, zi wen yi ban wu er. Ni shi zenme kan chuan de? Ta bu xiang ni. Mian shang jing wo. Xin li. 原来如此，少不得要再把那小贱人抓回来，好好耍子一番。不过，眼下先把你们两个好兄弟烧成灰葬在一起，闲情雅致，时候多的是。 Das ist das Kind, was wir gesehen haben aus dem geheimen Ding. Das war wahrscheinlich aus der Vergangenheit. Dumm bin ich nicht. Wenn du noch eine zweite Phase hast, dann kotze ich den Strahl. Aha. Also so ist es bei dir. Nee, du hast keine zweite Phase. Nicht bei diesem Scheiß. Nee. Absolut nicht. Au. 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 Du hast keine zweite Phase bei dem Scheiß. Nee, nee, nee.
Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich definitiv nicht. Nee. Nicht bei dem Müll, was die drauf hat. Roter Junge ist der Sohn vom Stierkönig und Rakshasi. Genau. Ah, eben doch. Geil. Das ist eine geile Verbindung. Wenn man also das geheime Ende nicht gespielt hat, dann weiß man es nicht. Nice, und es ist einfach ein herkömmlicher Boss, den man halt einfach, ne, in die Tonne tritt. Okay. Okay, Alter, halt die Fresse. So. Aua. Friss. Friss. Alter. Alter. Nein. Au. Alter, wie willst du da? Ich habe eine Idee. Es kostet zwar so Mana, aber es gibt eine Idee, wie ich das hier überleben kann ohne einen Kratzer. Außer der liest mich wie ein Scheißbuch, dann ist's vorbei. Aber ich muss eigentlich nur diese Scheiße überleben. Am Anfang kann ich noch ausweichen und etwa ab dem dritten oder vierten muss ich definitiv den Scheiß. Yes. Boom. Aha. Aha. Alter, du bist ein Arschloch. So. Oh. Kommst du mal wieder runter, du Scheißknilch? Ach so, machst du das? Alles klar. Ja, ja. Ich bin immun gegen deine Feuerscheiße. Geh weg. So, das war's. Ne, er hat eine zweite Phase. Digga, ich habe jetzt schon keinen Mana mehr. Und kein Leben.
精气未散，只怕不过半晌，还能站起来。 能否再修正国，全凭之前因缘造化。多亏这张闭气符，那土地老儿虽然技不如人，也算死得其所。 Was zum Fick? Hä? Yaksha-König. Oh, das ist unser Freund. Geil. 我说怎么闪了没闪一滴雨？原来一直是你这憨儿在捉弄我。牛哥，老朱来迟一步，对不住。臭小子，叔叔今日就带你父母执行家法。Aha, und ich mit Half-Life oder was? Nö, alles cool. 定得好。 Natürlich, außer die wichtigen Sachen nicht. Alter, ich kam nicht mal mehr zum Heilen. Kann ich den jetzt direkt überspringen? Alter, nee, oder? Kann ich den ersten jetzt überspringen oder muss ich den nochmal machen? Weil sonst mache ich den schnell mit Mana-Glitch.
Aber das ist doch einfach unfair, ey. Ah, Yaksha-König. Juhu. Gut. Brauchen keinen Mana-Glitch. Ich hätte es nicht normal gemacht. Wo ist jetzt unser... Ah, unser Schweinchen kommt auch. Hör auf, da so rumzualbern. So. Hä? Verpiss dich, Bruder. Wow! Ah, das war Katzen. Ey, was für ein Sound, ey. So, regeln wir das wie alte Brüder und Schwestern. Yes, ja, der ist gar kein Problem. Wenn du mal seine Moves kannst.把师兄的东西吐出来！奴家来迟，大王受苦了，他们没一个肯来。 两位上仙，万望垂子饶我而一命。这孩子是西方夜叉部仅剩的一缕血脉，身世之悲惨离奇，世间罕有。他现在已无还手之力，若能放他一条生路，我罗刹女与大力王。 情愿潜心隐姓，做官修行，连同一对儿女，永驻火焰山。我夫妻两人甘心代他受罚。 如果上仙不弃，这把宝扇也一并送上。有金出有火，火出无金，知仇不报，何来修行？ 他们想看的，正是如今我们跪着的模样。
Das hätte jetzt nicht sein müssen, aber gut. Wenn er unbedingt möchte.熊皮，你戴罪立功，赐饮一顿。雕鼠，你替天行道，耳朵拿去。黄眉，你重振旗鼓，鼻子收好。白眼，你忍辱负重，舌头留下。牛魔。 这老鸟，真是晦气到家了。这一辈子就没选对过一次。什么时候？什么时候？牛哥。 省些力气，咱们还要杀上天去擒那玉帝老儿。此子看着像是天兵头领，牛哥，你帮我殿后，我去会他一回。 知你不情愿，可我又何尝不是勉强？那孩子是他们逼我吃了子母河的水，借腹而生。若无那只猴子，我们本可当这一切从未发生。你我从此两地分居，各自清静。老匹夫！ 你早知我身世，为何还愿做他们的狗？孩儿本不想与你恩断义绝，你若还念一丝骨肉情分，就该把那东西交付于我，放我回去给同族报仇。 退兵去吧。
弟，我教训了；你儿，我送人了。今日你婆娘那柄扇子，我也要定了。任师父修正过，只有这条路是留给我们走的。长兄还不明白吗？猴哥，那老牛的小娘子也被我一耙处死了。拨开一看，原来是个玉面狸精。仙班他们就会放过我，也会放过你们。原来我这样的人只怕独自活着便是罪过。长兄照顾好妻儿，我死后花的东西旁不得。夜叉毕竟是八部战力之首，纵然铁打的筋骨死个百十回也合情理，可那小鱼儿小车子为何也打得这般狼狈？风风火火，云里雾里，你所见即是你所愿，若不是心神不安，怎会被自作聪明的孩儿所骗？急之亦不暇，缓之或自明。下次没了悟能，你还能悟空吗？Weise Worte. So, jetzt haben wir das fünfte Relikt. Goldenes Kind, Schadlochrotes Blut ist beendet. Dann haben wir...wahrscheinlich eine Stufe erreicht, yes. Oder auch nicht. Jetzt haben wir den Fächer bekommen. Kunststahl und Geisteskern.Schätze, Überschätze, alle vier Gefäße gehören jetzt mir. Sind es nicht fünf? Falsch. So, hier. Betrübter Körper, ein starker Körper, ein ungewisses Schicksal verringert den Fallschaden stark.
Und hier unsere Wirkung zu spüren, musst du Bitterkeit ertragen, verlängert die Dauer der Effekte jeder Medizin. Oben, das habe ich nie gelesen, die Nase jagt nach Düften, wie der Verstand nach Ekstase verbessert die Fähigkeit, versteckte Zutaten der Wildnis zu finden. Kleinsten Tönen wohnt oft tiefste Bedeutung. In mutige Reisen bringen sowohl Stolz als auch Widerstand. Echos der Vergangenheit finden sich dort, wo Karma verweilt. Hungrige Augen. Ein kurzer Blick enthüllt den des Feindes Macht. Ein Talent nur führt zu ungerechter Schlacht. Identifiziert die Yaogai, die Geister in sich tragen. Okay. Also ist dann dieses Blaue, ne? Verringert den Fallschaden stark. Und dann haben wir hier verringert die Ausdauerkosten für alle aufgeladen schweren Angriffe stark. Das ist nicht schlecht. Erhöht den beträchtlich, erhöht die vier Flüche. Also dann würde ich schon fast das nehmen, weil wegen Ausdauer, ne? Das ist schon fast Pflicht. Weil erhöht maximales Leben. Ja, was will ich damit? Erhöht die vier Flüche-Resistenz beträchtlich. Ja, okay. Aber wie gesagt, das hier ist am effektivsten, wenn wir weniger für aufgeladene schwere Angriffe benötigen, na, dann können wir danach auch noch ausweichen und so weiter. Das macht halt einfach am meisten Sinn. Hier haben wir jetzt alle, ne? So geil. Ah, scheiße. Das war geil, ey. Ich bin jetzt gespannt, was das sechste Kapitel für uns bereithält. Das wohl letzte meiner Recherche nach. Es gibt nicht sieben Kapitel, es gibt noch ein geheimes Ende. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Ob wir zuerst die Story einfach ganz normal abschließen, dass ich davor noch hochladen werde. No. Wäre so eine Idee. Das, falls man das, wenn man das zuerst machen müsste, dass ich das auch noch habe und dann den Endboss schlage. Gibt ja immer noch den Mana-Glitch, ne? So ist es nicht. Von daher, jo, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wieder nur 30 Minuten, aber hat sich doch recht gelohnt. Und ich musste nicht auf diesen scheiß Mana-Glitch ausweichen. Ich dachte jetzt wirklich, ich müsste nochmal beide Bosse, also, ne, den kleinen Rakshasa-Boy besiegen, dann den Rakshasa-König besiegen. Also, hätte ich definitiv nicht gemacht, weil schon nur, dass du die erste Phase, blöd gesagt, killst, ist schon recht, ja, klar, man kann's. So wie ich es gemacht habe, recht gut machen, aber es ist einfach ein Krampf, ne? Also. Und dann die zweite Phase ist pure Glückssache, ob du jetzt von den Hieben getroffen wirst, wenn du die Moves immer nur sporadisch mitbekommst, weil du es nicht richtig lernen kannst, wenn du jetzt immer wieder von Phase 1 beginnen müsstest. Also in einem Souls-Teil wäre das jetzt komplett Eskalation gewesen. Weil ich nicht wüsste, wie ich da jetzt reagiere, selbst wenn ich full life und alles bin, ne? Und ja, wir hatten noch einen Kollegen dabei, aber der ist irgendwie gar nicht in die Putte gekommen. Also ich habe gefühlt den Boss alleine besiegt, obwohl er da war. Also, naja. Was den Kampf aber auch schon wieder leichter gemacht hat, eigentlich, wenn er was gemacht hätte. Aber er hat ja nichts gemacht irgendwie, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das war's von mir für euch, Freunde. Wir sehen uns. Tüdelü. Figure it out. I'll make it look like I'm